Susi, erstmal vielen Dank, dass du heute hier zu uns gekommen bist. Es ist für uns natürlich immer toll, wenn so eine erfolgreiche Sportlerin wie du in unseren heiligen Hallen vor Ort ist. Ich habe heute ein paar Fragen vorbereitet. Susi, du bist eine der erfolgreichsten Wintersportlerinnen in Deutschland. Weißt du spontan eigentlich, wie viele Titel du gewonnen hast? Ja, alle weiß ich natürlich nicht. Dadurch, dass ich ja zwei Sportarten betrieben habe, also den Wechsel nochmal gemacht habe, komme ich auf 9 Weltmeistertitel, 6 Europameister, 3-mal Gesamtweltcup gewonnen, 3 Olympiamedaillen und die Vize-Weltmeister und Medaillen noch, die ich bei großen Rennen gewonnen habe, jetzt mal nicht hinzugezählt. Also über 30 Jahre hat sich schon eine Menge angesammelt. Und den Titel bei der Bock-WM hast du jetzt gar nicht erwähnt? Oh ja, die habe ich vergessen. Ich bin zweifache Bock-Weltmeisterin. Welcher Titel bedeutet dir am meisten? Das tollste Rennen, was für mich war, war 2004, als ich im Bobfahren, im Zweierbob auf meiner Heimbahn am Königssee die Weltmeisterschaft gewinnen konnte. Und das war ein Rennen, das lief ja über 2 Tage, 4 Rennläufe. Und dieses Rennen, nachdem ich am ersten Tag zurücklag, habe ich dann am Schluss mit 1/100 gewonnen. Und das war natürlich ein richtiger Krimi und ja, war ein fantastischer Ausgang für mich und mein Team. Es ist wirklich beeindruckend, was du für eine Sportkarriere hinter dir hast, sage ich jetzt einfach. Wie viel Sport oder wie oft treibst du heute noch Sport? Also ich muss gestehen, aufgrund ja, meines Jobs, den ich jetzt auch hatte, eine Zeit lang im Büro, war es natürlich nicht so viel. Ich muss auch ehrlich gestehen, ich hatte eine Zeit lang keine Lust. Das ist einfach so, weil die letzten 5 Jahre, wenn man älter wird, war, muss man sich auch ziemlich quälen im Leistungssport, um ein gewisses Level zu halten. Aber ich mache jetzt 2-mal die Woche Fitness, gehe auf jeden Fall am Wochenende Golf spielen, im Winter fahre ich Ski, fahre auch noch Bob, so Gästefahrten mache ich noch, aber nur noch wirklich aus Spaß und ja, ansonsten versuche ich mich einfach zu bewegen und fit zu halten, aber nicht mehr auf Leistung. Stichwort Fitness, du trainierst seit wann bei Fitstar? Fitstar bin ich jetzt seit 2010, also da hat das begonnen, da sind wir in Kontakt getreten und mich hat dieses Konzept überzeugt und ich bin überhaupt begeistert von Fitstar. Was überzeugt dich besonders an dem Fitstar-Konzept? Ich finde, wichtig ist, also das ist ja auch meine persönliche Meinung, dass Menschen sich überhaupt bewegen, ob Leistungssport oder allgemein Bewegung ist gut für die Gesundheit. Und Fitstar ist einfach eine Sache, auch vom Beitrag her, Monatsbeitrag, den sich eigentlich jeder leisten kann. Ganz toll finde ich die Geräte, wirklich auch für Anfänger. Es sind hochwertige Geräte, wo man halt auch nicht viel falsch machen kann. Darauf muss man ja auch achten, Verletzungsgefahr etc. Und ja, dieses ganze Konzept ist wirklich für jeden machbar und vor allem auch durchdacht. Fitstar Heroes ist ja auch ein Projekt von Fitstar, wo wir jetzt als, sag ich mal, erfolgreiche Sportlerin oben als Pionier dabei bist. Was hat dich dazu bewegt, bei diesem Projekt teilzunehmen oder mitzumachen? Ja, also ich bin ja wie gesagt jetzt über 20 Jahre auch schon Münchnerin. Ich bin zwar keine Gebürtige, aber ich bezeichne mich schon so und ich finde halt, München ist natürlich Fußball, es gibt aber auch viele, viele andere tolle Sportarten, viele tolle Nachwuchsspieler oder Sportler allgemein und die brauchen natürlich auch viel, viel Unterstützung, weil manchmal braucht man ja auch Geld oder ein bisschen Publicity, Aufmerksamkeit, um Sponsoren zu gewinnen, gefördert zu werden etc. Und da möchte ich einfach auch mich bereit erklären, das Ganze zu unterstützen. Es ist toll, dass wir dich dabei haben. Was würdest du einem jungen, ambitionierten Sportler in München raten, was soll er machen? Ja, ganz wichtig ist, immer dran zu bleiben, vor allem gerade so die Phase, wenn man in die Pubertät kommt, also so zwischen 13 und 17, das ist die wichtigste Phase im Leben eines Sportlers, wenn man da sich durchbeißt und wirklich diszipliniert ist und dran bleibt, kann man es auch zu was ganz Großem schaffen. Ich finde es toll, dass wir gemeinsam das unterstützen können und hoffe da weiterhin auf dein Engagement in der Zukunft. Okay, mache ich. Danke. Dankeschön. Da hat